Ja, hallo. Freut mich auch sehr, hier bei dem Symposium dabei zu sein und das vorstellen zu dürfen. Ganz kurz zum Betrieb. Unser Betrieb ist im Westerwald, nördliches Rheinland-Pfalz, eher ein Grenzstandort, was den Gemüsebau anbelangt. Der Betrieb heißt Live to Give. Das ist der Gesamtbetrieb, der hat verschiedene Betriebszweige, hat eine Bäckerei, hat einen Gesundkostladen, hat ein Restaurant und auch einen Gemüsebau. Und das ist der Biogemüsehof Dickendorf. Und wir haben insgesamt 10 Hektar Gesamtfläche, davon knapp 5 Hektar Gemüse, ein paar Gewächshäuser, die ihr auf dem Bild seht, ein bisschen Obst, hauptsächlich Erdbeeren und dann noch 4,2 Hektar Grünland, sehr ertragsschwaches Grünland. Genau, das ist so zu den Flächen. Und wir vermarkten ausschließlich direkt. Manchmal geht auch was an Großhandel, wenn wir Überschüsse haben. Aber es sind unsere Wochenmärkte, ist unser Hofladen, auch andere Bioläden bekommen von uns. Dann bekommt ein Lieferservice, ein Abokistenbetrieb von uns. Und wir bekommen von ihm die Kartoffeln. Und dann haben wir noch ein paar Restaurants, die wir beliefern. Ja, so viel zum Betrieb, ganz kurz. Unser Klima, unsere Böden, ich habe schon angedeutet, eher Grenzstandort. Wir haben 7,6 Grad Durchschnittstemperatur, dieses Jahr um die 9 Grad. Also 2018 war um die 9 Grad, das war ein Ausreißerjahr. Wir haben normalerweise um die 1000 Liter Niederschlag. Ihr seht es hier. Die grüne Kurve ist 2017 der Niederschlag und die orange Kurve ist von letztem Jahr. Wir hatten, wie überall, ich denke, das ist bekannt, lange Trockenperioden, hier von 8 Wochen ohne Regen, dann kamen mal 20 Liter und dann wieder nächsten 8 Wochen ohne Regen, sogar im Westerwald. Und wir können nicht nur auf einem Hektar etwa beregnen, die restlichen Flächen, die sind gepachtet und nicht arrondiert. Da ist kein Brunnen, da müssen wir dann mit einem Wasserfass hinfahren. Und das war dieses Jahr eine Herausforderung. Ganz kurz ist die Zeit. Die zählt zurück, ne? Ah, alles klar. wir haben von den Böden, wir haben zwischen 25 und 55 Bodenpunkte und hauptsächlich Lehmböden. Wir haben Braunerden, das ist unser Bodentyp, der am meisten vorkommt, aber wir haben auch staunasse Flächen mit einem Pseudoklei. Und der Humusgehalt liegt so zwischen 3,5 und 4,5%. Und da sind wir schon, starten wir schon recht hoch im Vergleich zu anderen Gebieten. Ja, wir haben uns, wie Burkhard schon gesagt hat, ich habe in Witzenhausen auch studiert und damals habe ich mich gefragt oder wir uns gefragt, was ist Bodenfruchtbarkeit? Wie macht denn die Natur das? Wie erhält die denn die Bodenfruchtbarkeit? Und wir haben gesehen, dass fruchtbarer Boden in der Natur, der ist dauerhaft durchwurzelt. Und er ist dauerhaft bedeckt. Das sind so die Komponenten, wie die Natur den Boden schützt und ernährt. Es gibt allerdings eine Ausnahme in der Natur und das sind die Wüsten. Die haben nämlich keine Bedeckung und keine Durchwurzelung, aber auch keine Bodenfruchtbarkeit. Jetzt sind wir im Gemüsebau und was ist Bodenfruchtbarkeit im Gemüsebau? Wie können wir das hier aufrechterhalten? Und fruchtbarer Boden im Gemüsebau, würde ich sagen, ist dauerhaft durchwurzelt und dauerhaft bedeckt. Allerdings befinden wir uns meistens im Ausnahmezustand. Wir haben meistens, aber hier seht ihr eine Radieschenfläche, die nach der Ernte wurde die gefräst und dann kommt ein Gewitter und dann sieht man solche Bilder. Das hat nichts mit Bodenfruchtbarkeit zu tun, weil es fehlt die Bedeckung, es fehlt die Durchwurzelung. Ja. Noch mal ein Beispiel, wie wir bisher Möhren gemacht haben. Ihr seht jetzt hier so ein schönes Bildchen, was unsere Auszubildende gemalt hat. Hier sind die Monate, hier seht ihr die Kultur, wie die verläuft, dann hier, wie viele Wurzeln im Boden sind, in Prozent. Und man zählt eine Zwischenfrucht aus im Herbst, ne? Die wächst dann
Und dann irgendwann im April macht man sie um, weil man muss die Dämme formen. Die müssen sich dann absetzen. Dann muss ich ein falsches Saatbett machen zweimal und dann gehen ganz schnell mal 6 bis 8 Wochen ins Land, wo ich keine Durchwurzelung habe. Und dann sät man die Möhren aus. Die brauchen Ewigkeiten, bis die mal den Boden durchwurzeln und bis die auch einen Bestandesschluss machen. Und dann ist immer die Ernte. Und wenn man sich die Wurzeln anschaut, wir haben hier eine Zwischenfrucht, die durchwurzelt den Boden natürlich. Dann haben wir lange nichts. Und dann irgendwann fängt die Möhre an, den Boden zu durchwurzeln. Und diese Zeit hier, April, Mai, das ist eine Zeit, wo es eigentlich richtig abgeht. Da ist Wasser da, da ist Wärme da, da ist Licht da. Und wir haben keine Wurzeln im Boden. Total verschenkte Zeit. Und das ist ein Problem im Gemüsebau. Und diese Lücke müssen wir schließen. Diese Lücke hier. Genau. Ja. Jetzt, wie machen wir es? Wie ist unser System? Das Ganze fängt an, wie auch Rudi gesagt hat, mit einer Bodenbearbeitung. Das ist wichtig, hier seht ihr nämlich, es ist zum Beispiel ein Kleegrasbestand, der 10 cm durchwurzelt, darunter ist verdichtet, durch die Futterkette, die hier drüber gefahren ist und wie auch immer. Auf jeden Fall der Boden, die Wurzeln alleine machen den Boden nicht locker. Ihr seht hier ein Steinklee, das ist eine Pionierpflanze, die war in dem Kleegras mit drin, die haben wir mit reingemischt. Und die biegt hier ab, bevor die Verdichtung kommt. Vielleicht in 10 Jahren schafft die das dann irgendwann mal da reinzuwurzeln und da was aufzubrechen, aber so viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen schnell sein und insofern ist unser erster Schritt eine mechanische Lockerung. Wir lockern dann den Boden auf maximal 30 cm, je nachdem, wo halt was verdichtet ist. Und das Ganze machen wir im Herbst, wo der Boden trocken ist, wo der Boden warm ist. Und nach dem Lockerungsgang legen wir die Beete an. Wir arbeiten im Beetsystem bei unserem Betrieb und bereiten eigentlich alles für die Gemüsepflanzung vor. Die passiert jedoch nicht im Herbst, sondern wir säen eine Zwischenfrucht aus. Auf die festen Beete, auf den vorbereiteten Boden und halten da auch die Spur, die wir im nächsten Frühjahr nutzen wollen. Und dann säen wir die Winterzwischenfrucht aus. Das ist meistens eine Mischung aus 50% Winterroggen oder Wintertritikale. Dann mischen wir noch die FB33, die Wintererbse, mit 25% dazu und 25% Zottelwicke. Und ja, die gibt dann so einen schönen Bestand. Je nachdem, die Tritikale wird so 1,80 hoch in der Blüte und so ein Grünschnittroggen bis 2,50 Meter. Dann im Folgejahr. Ja, dann wächst die auf den Beeten und wenn. Und wenn man sich dann die Bodenstruktur im März anschaut, kurz bevor wir anfangen zu pflanzen, sieht man auf Spatentiefe diese Bodenstruktur. So, das ist wichtig. Deshalb im Herbst lockern. Und sofort einsäen. Wir müssen sozusagen mit den Wurzeln schneller unten sein als das Wasser. Weil das Wasser verschlemmt wieder den Boden, gibt Mikroerosion und so weiter. Und die Wurzeln müssen sofort da sein und dann können sie auch diese mechanische Gare, die ich im Herbst schaffe, können sie lebend verbauen. Und dann habe ich da eine echte Bodengare. Gut, Ernährung des Bodenlebens mit Wurzeln, das kennt ihr, da muss ich nicht viel zu sagen. Wurzelexudate und so weiter. Dann lassen wir die Zwischenfrucht auswachsen bis zur Pflanzung. Ihr seht das hier, die Bodenstruktur wieder Ende April. Da haben wir so einen Bestand an der Zwischenfrucht. Und jetzt, was kann ich jetzt hier mit irgendeinem Bodenbearbeitungsgerät verbessern? In dieser Bodenstruktur. Fräse macht hier nichts, Grubber macht hier nichts, ein Pflug. Die zerstören nur in dem Fall. Und deshalb muss ich mich fragen, wie kriege ich jetzt hier reingepflanzt, ohne dass ich den Boden nochmal im Frühjahr bearbeiten muss. Der Boden ist oft kalt, ist noch vielleicht nass vom Winter und da schadet eigentlich jede Bearbeitung. Ja, ihr seht das hier einfach mal, so eine Zwischenfruchtbestand.
Wir schlägeln ihn ab mit einem Mulcher. Und wenn die Zwischenfrucht noch nicht in der Blüte war, treibt die ja durch, ne? Danach. Also das heißt, ich kann noch nicht in sowas reinpflanzen, es sei denn, sie ist in der Blüte. Deshalb streuen wir nochmal Transfermulch auf diese Fläche nach, damit eben der Wiederaustrieb verhindert wird. Ich habe hier in diesem Bestand etwa 19 Tonnen Trockenmasse pro Hektar. Die ergänze ich dann nochmal hier mit etwa 5 Tonnen Trockenmasse. Dann haben wir 15 Tonnen Trockenmasse insgesamt als Mulchauflage dort liegen. Und hiermit wollen wir eben den Wiederaustrieb der Zwischenfrucht verhindern. Unter Umständen sind Unkräuter in der Zwischenfrucht, irgendein Gras oder sowas, ist dann auch erledigt. Und damit können wir auch eine zusätzliche Düngewirkung erzielen. Und eine fehlende Mulchschicht ergänzen, falls die Zwischenfrucht doch nicht so gelungen ist, wie wir das wollen. Wenn man zum Beispiel auch erst im November sät, dann ist die oft nicht so dicht im Folgejahr. Deshalb bringt die dann vielleicht keine 10 Tonnen Trockenmasse. Ja, jetzt haben wir, sag ich mal, was geschaffen, wo wir reinpflanzen können. Das heißt, da wächst nichts mehr. Zwischenfrucht ist tot, Unkräuter kommen nicht mehr durch. Weiterer Vorteil ist, Thema Melde, Franzosenkraut und so weiter, ist hier kein Thema mehr, weil ich den Boden nicht mehr anrühre. Ja? Da kommt, diese Samen werden nicht angeregt zur Keimung. Insofern, wenn ich hier einen Streufehler mache, kommt vielleicht ein Roggen durchgewachsen, aber keine Melde. Und das können wir mit, sag ich mal, No-Till zur Pflanzung erreichen. Ja, unsere Mulchmaterialien sind dann Grünschnittroggen oder Wickroggen. Wir haben unser Grünland, was wir mähen, und Kleegras geringfügig. Über die Silage hat mein Vorredner schon viel erzählt, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Auch diese Abtötung der Keimfähigkeit oder der Unkrautsamen oder der Grassamen, das sehen wir ganz deutlich. Und was wir auch beobachtet haben, die Frage war gerade eben, was macht die Silage mit dem Boden? Wir haben festgestellt, dass wir hatten ein Beet Zucchini gehabt mit Frischmaterial, Grünlandschnitt, und ein Beet Grünlandsilage, gleicher Pflanzzeitpunkt. In dem Beet mit Silage waren mehr Regenwürmer drin als in dem Beet vom Frischmaterial. Ihr wisst, dass Regenwürmer oft auch das Material von der Bodenoberfläche in den Gang ziehen, damit es sozusagen ein bisschen vorfermentiert wird oder von Pilzen zersetzt wird. Und die Silage ist halt schon vorverdaut durch die Gärung. Insofern haben die da leichter zugängliches, leichter verwertbares Futter und vermehren sich da stärker. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass in den ersten 2 Wochen, die ersten 2 Zentimeter vom Boden, die sind intensiv verpilzt durch so Pilzhyphen. Die wachsen durch den Boden, weil eben eine gewisse saure Einwaschung aus der Silage kommt und da bilden sich dann Pilze. Aber dann ist das auch wieder weg nach 2 Wochen und es geht normal weiter. Aber das haben wir nicht als schädlich beachtet. Das war so, aber unproblematisch. Gut, wir häckseln das. Wir haben bisher das Material im Pflegefeldhäcksler im Miststreuer gehäckselt und dann ausgebracht. Diese Technik, die hat uns aber ziemlich genervt, muss ich sagen, weil die ist ewig laut und man mäht hier nur 1,35 Meter Arbeitsbreite und das ist nicht schlagkräftig genug. Außerdem häckselt man aus dem Stand raus und hat das ganze Wasser dann her und kratzt das durch die Gegend. Und deshalb sind wir jetzt umgestiegen auf Ladewagen, also das heißt, wir mähen das, schwaden das, lassen es anwelken und dann holen wir das mit Kurzschnittladewagen und streuen das dann im Ladewagen auf die Beete. Wir haben dann noch ein Problem technisch, die Dosierwalzen vom Ladewagen, die bringen das nicht sehr schön gleichmäßig aus. Sieht das hier, gibt es so große Haufen, ne? Da kann man nicht reinpflanzen. Deshalb haben wir uns dieses Jahr so ein bisschen anders beholfen. Wir haben gleich mal großzügig gestreut und dann sind wir das zweite Mal drüber gefahren, haben mit der Pickup die Überschüsse aufgenommen und waren 2 Überfahrten, das war ein bisschen nervig. Wir werden jetzt das Streuwerk von dem Ladewagen so umbauen, dass das besser funktioniert. Das Problem ist, die Dosierwalzen haben so einen großen Abstand und da fällt einfach Material raus. Die brauchen einen engen Abstand, damit die wirklich nur über die Zähne dosieren.
Und da sind wir jetzt gerade dran, das zu bauen. Das haben wir auch getestet. Das wird dann gut funktionieren im nächsten Jahr mit einer Überfahrt. Das Tolle bei dem Ladewagen ist, wir haben mehr Schlagkraft. Ne? Ich kann dreimal mehr Volumen mitnehmen mit dem gleichen Gewicht im Vergleich zum Miststreuer. Und insofern, oder wenn mal ein Streufehler ist, dann kann ich mit der Pickup die Sachen wieder aufnehmen. Das ist eigentlich ein recht schönes Gerät, um in diesem System zu arbeiten. Ja, jetzt zum Thema Pflanztechnik. Jetzt haben wir eine schöne Mulchschicht geschaffen. Die pflanzen wir jetzt da rein. Wir sind mittlerweile nicht mehr bei der Handpflanze, da sind wir zu groß für. Und deshalb haben wir jetzt schon mehrere Jahre an Pflanztechnik entwickelt, bei uns selbst am Betrieb, in unserer Werkstatt. Und wir haben jetzt, hier seht ihr so eine technische Zeichnung von dem Gerät, die wir jetzt im Moment bauen. Das ist eine Pflanzmaschine, die schneidet den Mulch auf. Und ja, vielleicht vom Prinzip her sieht man das hier ganz gut. Wir haben, hier ist der Rahmen und so weiter. Und dann haben wir hier ein Schneidwerk, das besteht aus zwei Teilen. Einmal ein Schutzschar hier und dann hier ein Messerrad. Dieses Messerrad, das dreht sich in diese Richtung. Es hat drei Messer, wie so ein Mähwerk, so ähnlich, und dreht sich auch mit ähnlicher Geschwindigkeit, mit 3.500 Umdrehungen pro Minute. Und das dreht sich durch diese Schutzschar und die Messer kommen erst hier aus dem Schutzschar raus. Das Schutzschar hebt den Mulch etwas an, führt es dem Messerrad zu und dann wird es geschnitten. Und damit können wir einen ziemlich sauberen Schnitt in den Mulch schneiden, ohne dass die Messer mit Erde oder Stein in Berührung kommen. So, das ist der erste Schritt. Mulch aufschneiden und dann kommt ein Pflanzschar und die Pflanzen rein und dann hinten kommen die Abgekrollen und die schließen dann den Schlitz wieder zu und die Blätter gucken raus. Und die Pflanze ist im Boden. Wir haben noch eine Besonderheit, die Unterfußdüngung. Wir können hier unter Fuß nochmal einen Dünger ablegen, wenn wir das brauchen, wenn der Mulch nicht rechnerisch nicht genügend Nährstoffe liefert. Ja, und so pflanzen wir. Das ist jetzt das Gerät, wie wir es im Moment bauen. Und wir haben, ich habe ein kleines Video von dem Prototyp. Es ist hier noch ein Häckselvideo davor. Vielleicht gehst du mal ein bisschen ungefähr in die Mitte von dem Video. Noch weiter? Ja, ein bisschen zurück. Ja, genau, jetzt kannst du starten. Ihr seht jetzt. Sound braucht man nicht, das sind nur Traktorgeräusche, kennt jeder. Seht ihr hier, das ist. Hier Zapfwellen angetrieben, mit einem Generator angetrieben, der dann Elektromotoren auf der Maschine antreiben, hier das Schneidwerk betreiben. Dann seht ihr hier den Prototyp von dem Revolver. Soll das so fallen? Wie bitte? Hinten an dem Rad soll das so fallen? Nee, das soll nicht so fallen. Das ist die Unterfußdüngung in dem Fall. Die war nicht richtig eingestellt. Die fiel also ein bisschen durch die Luft und dadurch kam ein bisschen Dampf daraus. Genau, so seht ihr, wie es funktioniert. Hier nochmal das Schneidwerk, wie es den Boden aufschneidet. Nicht den Boden, den Mulch natürlich. Das ist jetzt hier ein Silage-Mulch, Anfang April bei der Zwiebelpflanzung. Diese Drähte, die hier laufen, also die Pflanze fällt hier rein zwischen die Drähte, ähnlich wie bei der Lennon-Pflanzmaschine, wenn jemand kennt. Ein bisschen abgeändert allerdings. Das ist wichtig, dass die Blätter halt gehalten werden, dass sie nicht umkippen und dann vom Mulch bedeckt werden. Die müssen oben rausschauen und dann können die da auch gut rauswachsen. Salat machen wir genauso. Sieht man, wie die Blätter hochgehalten werden, bis die Eindruckrollen kommen und dann wird der Schlitz geschlossen und die Blätter schauen raus. Wie dick ist jetzt da die Mulchschicht gerade? Wie bitte? Wie dick ist jetzt da die Schicht gerade ungefähr? 5-7 cm etwa. Genau, wir haben bisher mit der Akkordpflanzmaschine das gemacht. Die Revolverpflanzmaschine lief erst dieses Jahr mit.
Und das ist man natürlich, muss man sich bücken. Und das ist auch immer so eine Sache. Jeder muss das Pflanzpersonal sehr gut einschulen, damit das die richtige Tiefe findet und die Blätter lange genug hält. Hier seht ihr jetzt, wie das mit der Akkordpflanzmaschine funktioniert. Funktioniert auch gut, aber es ist ein bisschen mühsamer, man kann nicht so schnell fahren. Und hier. Geht aber auch. Okay, wir können zur Präsentation zurück. Ja, so viel zur Technik. Jetzt will ich ein bisschen was über Nährstoffe sagen. Wenn man so im September oder auch schon früher den Mulchbeiß aufklappt, sieht man so ein Bild, das ist kein Schimmel, das sind Feinwurzeln. Die Pflanze wurzelt aus dem Boden raus, in die Mulchschicht rein. Und so eine intensive Durchwurzelung kann man dann sehen. Und das ist hier ein Fall von Rosenkohl. Aber das sieht man mit allen Kulturen eigentlich. Dazu muss der Mulch natürlich feucht sein. Jetzt in diesem trockenen Jahr 2018 konnte man das nicht so intensiv beobachten, aber trotzdem auch. Und ja, was holen die da? Nährstoffe natürlich, aber auch Wasser. Beides, ne? Also auch das Wasser im Mulch wird von den Feinwurzeln aufgenommen. Es ist auch da schon zur Verfügung. Und jetzt ist die Frage, was holen sie dort? Ich will jetzt mal ein bisschen auf das Thema Stickstoff eingehen. Die anderen Nährstoffe können wir auch drüber sprechen, aber heute mal nur der linke Stickstoff. Ihr seht es hier in einem Graph, ein Diagramm, das die Nettomineralisation von Stickstoffprozent im Verhältnis zum Formverhältnis des Mulchmaterials oder des Pflanzenmaterials. Ja. Das ist hier bei eingearbeitetem Material, diese schwarze Kurve. Das ist eine Folie von Hermann Laber. Er hat diese was zusammengestellt und er hat festgestellt, dass bei dem Zellverhältnis von 10, 12 etwa 50% des Stickstoffs in den ersten 10, 12 Wochen pflanzenverfügbar ist und bis ab dem Zellverhältnis von 25 ist nichts mehr verfügbar. So, bei Mulch ist das natürlich, bei einer Auflage ist das ein bisschen anders, als wenn es eingearbeitet ist, weil der Bodenkontakt nicht stattfindet. Ja? Oder wenn man zum Beispiel Stroh einarbeitet, habe ich eine Endsperre, wenn ich Stroh oben drauf liegen lasse, passiert diese Endsperre nicht und so. Das ist auch hier mit Mulch und deshalb ist meine These, dass die Kurve etwa so verläuft. Wenn jemand aus Witzenhausen oder von der Uni gerne mal einen Versuch machen will, könnte er diese Kurve mal bestätigen. Oder auch nicht. Aber das wäre mal so eine Forschungsfrage, die ich habe, die wichtig ist auch für viele Betriebe, gerade im Zusammenhang mit der neuen Düngeverordnung, wo eben genau gerechnet werden muss. Ne? Also das wäre ein spannendes Thema. Wie viel Stickstoff kommt in Abhängigkeit vom Zellverhältnis bei einer Bodenauflage, bei einer Bodenbedeckung für die Pflanzen raus? Jetzt ist die Frage, was passiert mit den anderen 50%? Es gibt dazu Studien aus Skandinavien, die haben festgestellt, 17-39% des Stickstoffs gasen aus, je nach Zellverhältnis, ganze Menge. Und die restlichen, je nachdem, wie viel Prozent der restliche Stickstoff kommt, dann über die nächsten 3 Jahre wird freigesetzt. Und hier mal eine kleine Kalkulation und Rechnung. Wir haben jetzt hier den Wickroggen, ne? Der steht auf dem Beet, das ich pflanzen will. Das sind dann etwa 4,3 Kilogramm Fruchtmasse pro Quadratmeter und so weiter. Komme ich dann auf einen Gesamtstickstoffgehalt von 138 Kilo, die in diesem Wickroggen sind. Und dann streue ich Grünland-Silage nach. Und packt dann nochmal 135 Kilo N drauf. Hab dann insgesamt 270 Kilogramm N theoretisch dahin gebracht. So, dann gast was aus, etwa 60 Kilo. Und dann sind 75 Kilo Pflanzen verfügbar. Und 140 Kilogramm sind nicht für die Pflanzen verfügbar. So, was passiert mit denen? Ich behaupte mal, die werden in Humus umgewandelt. Falsche Richtung. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Humus besteht ja aus 60% Kohlenstoff und etwa 6% Stickstoff beim Zellen von 10 zu 1. Das heißt, 1% Humus sind 45 Tonnen pro Hektar.
und sind 2,6 Tonnen Stickstoff pro Hektar. Das heißt, wenn ich Humus aufbauen will, muss Stickstoff übrig sein. 0,1% Humus, da braucht man 260 Kilogramm Stickstoff. Übrig. So, hier haben wir schon mal 140. Dann kommen noch die Wurzelexudate dazu und so weiter. Aber das ist schon mal ein Teil, der für den Humusaufbau beiträgt. So, wer sagt denn jetzt, dass das wirklich den Humusaufbau beiträgt und nicht auswäscht? Ich kann ja auch aus dem Sack düngen und dann 40 Kilogramm übrig lassen, das baue ich Humus auf. Das ist bei Mulch aber ein bisschen anders. Wir haben Versuche am Laufen bei uns im Betrieb mit dem DLR zusammen. Und wir zählen da die Regenwürmer. Auf 30 cm heben wir den Boden aus und sieben den durch und zählen die Regenwürmer. Und wir haben festgestellt, dass ohne Mulch haben wir 122 Regenwürmer am Quadratmeter. Mit Mulch, mit Bodenbearbeitung hatten wir 270. Mit Mulch, ohne Bodenbearbeitung, so wie ich es gerade eben vorgestellt hatte, haben wir bis zu 356 im Schnitt. Eine Parzelle hatte sogar 450 Regenwürmer. Und eine gewaltige Zwischenfrucht ohne Bodenbearbeitung hatten wir nur 214. Weil die kommen mit diesen langen Stängeln nicht zurecht, die Regenwürmer, ne? Als Futter. Kriegen sie nicht reingezogen. Und was wir öfters sehen, vor allem in feuchteren Jahren, in diesem trockenen Jahr haben wir es nicht gesehen, ist diese Schicht auf der Bodenoberfläche. Das ist etwa eine 2 cm starke schwarze Schicht und dann kommt nochmal so ein 1 cm Restmulch. Das ist im August im Sellerie. Und ja, was ist das? Das ist eine Mischung aus Regenwurmkot, das ist irgendwie so sehr belebte Schicht, sehr belebtes Material, sehr viel Regenwurmeier drin und aber richtig schwarz, wie so, als ob da Kohle irgendwie eingemischt worden ist. Haben wir aber nicht gemacht. Und das zeigt mir, die Regenwürmer, oder der Mulch ist für die Regenwürmer, für das Bodenleben eine Nahrung, die sie in Humus aufbauen, umbauen können. Jetzt im Gegensatz zu einem Handelsdünger. Da schaffen sie es natürlich nicht, das ist das Gegenteil. Und deshalb bin ich der Meinung, diese Nährstofffracht, die da übrig ist, die wird in Humus umgebaut. Und Bodenproben bestätigen das auch. Wir haben hier eine Fläche, wir haben die Fläche aufgeteilt. Die eine Hälfte hatten wir ohne Mulch bewirtschaftet für 4 Jahre und die andere Hälfte hatten wir 3 von 4 Jahren war mit Mulch. Und da haben wir festgestellt dann danach, dass wir hier 2,8% Humus hatten und hier 3,3%. Das sind 4 Jahre, dieser Unterschied. Das ist jetzt nicht hochwissenschaftlich, aber das zeigt, die Richtung ist eher ein Humusaufbau als ein Humusabbau. Ja, noch eine interessante Sache, die Versuche von den letzten beiden Jahren gezeigt haben. Ihr seht hier unseren Versuch, das ist ein Rosenkohlversuch und wir hatten hier 4 Varianten, 2 Varianten ohne Mulch und 2 Varianten mit Mulch. Und wir schauen uns jetzt mal diese beiden Varianten mit Mulch an. Wir haben hier einen Minwert gemessen und Humus anrechenbar, der Stickstoff, denn Zwischenfrucht bringt ein bisschen eine Stickstofffracht. Und dann hatten wir hier in der einen Variante eine Unterfußdüngung mit reingebracht. Anrechenbar 57 Kilo und dann kommt der Mulch obendrauf. Dann hat der Rosenkohl jetzt hier in den beiden Varianten 320, 380 Kilogramm Stickstoff zur Verfügung gehabt. Ja? So, jetzt haben wir das N-Saldo am Ende der Kultur gezogen und der Stickstoff wurde recht gut verbraucht. Das heißt, eine N-Verfügbarkeit minus Summe von Stickstoff in der Pflanzenmasse ohne Wurzel. Und was interessant ist, dass in der Variante ohne Unterfußdüngung hatten wir 150 Kilogramm Stickstoff nicht verwertet. Das hat sich auch im Ertrag wiedergespiegelt. Und was wir hier gesehen haben, ist, dass der Rosenkohl und auch andere Kulturen brauchen am Anfang eine Startgabe, eine Anschubdüngung, damit sie später das volle Potenzial von dem Mulch ausnutzen können. Wenn die Jugendentwicklung nicht zügig genug stattfindet,
dann schaffen die es später nicht. Da ist zu wenig Blattmasse da, zu wenig Wurzelleistung, um dann den Stickstoff aus dem Mulch rauszuziehen. Deshalb haben wir die Unterfußzunge immer dabei und geben auch manchmal nur 20 Kilo einfach, um der Kultur den Start zu geben. Diese Fracht hier war, denke ich, ein bisschen zu hoch. Die haben wir jetzt dieses Jahr auf 50 Kilogramm runtergedrosselt und das hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt im nächsten Jahr, also der war 2017, der Versuch, und danach haben wir Rote Beete nachgebaut, ohne Mulch, komplett. Und da wollten wir feststellen, wie viel ist denn für die Folgekultur an Stickstoff zur Verfügung. Und was man hier ganz, ganz deutlich sieht, die beiden gedüngten Varianten, hier mit Mulch, hier ohne Mulch, das war der Min-Wert zur Aussaat der Rote Beete im Mai, 140 zu 180, das heißt etwa 40 Kilogramm höhere Min-Werte können wir in der Folgekultur erwarten. Das gleiche auch ungedüngt, auch etwa eine Differenz von 40. Und wir hatten in der Rote Beete zum 10% mehr Ertrag in den Mulchvarianten und 30% mehr vermarktbaren Ertrag. So viel zum Thema Nährstoffen. Stickstoff speziell. Gut. Ja, wir machen auch die Satzkulturen in Mulch. Salate, Kohlrabi, Klömpchen. Und auch ohne Bodenbearbeitung. Und das klappt auch ganz gut. Bei Salat muss man aufpassen, dass man nicht zu tief pflanzt, weil er sich sonst so ein bisschen, der muss dann aus der Mulchschicht rauswachsen. Dann gibt es nicht eine glatte Unterseite. Und das könnte dann vielleicht mal ein bisschen Probleme geben, aber das muss man so ein bisschen beachten bei Salat. Ansonsten geht der auch ganz gut in Mulch. Und eine Sache ist, muss man auch wieder aufpassen, mit Silage hat man natürlich die Möglichkeit, sehr früh zu streuen und dann die ersten Sätze schon Mulch zu machen. Das machen wir aber nicht mehr, aus dem Grund der Bodentemperatur. Wir haben die gemessen im Rahmen der Versuche und man sieht hier deutlich mit Bodenbearbeitung, ist orange, grün ist ohne Bodenbedeckung, tut mir leid. Und man sieht, die Erwärmung des Bodens ist einfach langsamer mit Bodenbedeckung. Die isolieren den Boden. Ne? Gerade im Frühjahr, die warme Luft isoliert vom kalten Boden weg. Und damit erwärmt sich der Boden langsamer. Deshalb machen wir die ersten 1-2 Sätze normalerweise ohne Mulch, hacken die normal. Einfach, um da auch früh ernten zu können. Und später im Jahr sieht man dann ganz deutlich, die Bodentemperatur wird ausgeglichen. Die ist balancierter, die geht die sich nicht mit wie ohne Bodenbedeckung. Und gerade in so heißen Jahren wie diesem Jahr ist das ein Vorteil. Jetzt die Satzkulturen sind natürlich so eine Sache. Die stehen 6 Wochen, manche 8 oder 12 Wochen. In der Zeit zersetzt sich der Mulch nicht. Und die hat man günstiger gehackt als abgestreut, als gemulcht. Ihr seht das hier, ich habe das mal, wir rechnen sehr viel betriebswirtschaftlich auch zu Kulturen durch. Und wenn man hier mal anschaut, die gehackte Kultur kostet für die Bodenbearbeitung und Unkrautregulierung 370 Euro pro 1000 Quadratmeter und mit Mulch kostet die 440 Euro, ja, diese Unkrautregulierung und Bodenbearbeitung. Das heißt, das ist teurer generell, weil das Hacken so günstig ist in den kurzen Kulturen. Und deshalb nutzen wir den Mulch doppelt. Das heißt, wir, wo es geht, schauen wir, dass wir dann nach der Ernte schlägeln wir die Erntereste ein und oder mulchen sie ab und dann pflanzen wir dieselbe Mulchschicht nochmal rein ohne Bodenbearbeitung. Und das klappt ganz gut. Und damit haben wir den Mulch doppelt genutzt und die Kosten halbiert. Und dann rechnet es sich wieder. Ja. Gut. Thema Wasser war ja dieses Jahr ein großer Punkt auch bei uns. Und es regnet, es verdunstet übers Blatt und es verdunstet über den Boden. Ne? So ist das ja. Und die Verdunstung übers Blatt, die Transpiration, die ist produktiv. Die Evaporation über den Boden, die ist unproduktiv. Und die müssen wir unterbinden. Das kriegen wir mit Mulchen. Ganz einfach. Und die Verdunstung aus dem Boden findet trotzdem statt, aber dieses Wasser schlägt sich dann an der Unterkante von dem Mulch nieder und dann sehen wir diese Feinwurzeln da, auch wenn es trockener ist. Und weil die Feinwurzeln brauchen eine gewisse Feuchtigkeit, um zu überleben. Und das war dieses Jahr ein großer Vorteil,
vielleicht kurz an einem Beispiel von den Zwiebeln dieses Jahr demonstrieren. Wir hatten, wir hatten eine Zwischenfrucht gehabt über Winter, wie überall. Wir haben sie abgeschlägelt, obwohl sie so kurz war noch. Einfach damit beim Streuen der Mulch nicht zwischen die Blätter fällt und dann noch ein Blatt oben rausschaut. Das einmal abrasiert ist vorher. Und dann haben wir das gestreut, die Silage gestreut auf den unbearbeiteten Boden. Haben dann reingepflanzt. Wir machen Pflanzzwiebeln. Und die ist dann gewachsen und so weiter. Wir mussten wegen der Wurzel und gerade auf dieser Fläche doch nochmal jäten, was wir normalerweise nicht müssen. Aber hier hatten wir diese Gänsediste drinnen und deshalb mussten wir nochmal 80 Stunden pro Hektar hier rein investieren und hatten dann nochmal bewässert am 17. Juli mit 17 Liter pro Quadratmeter. Das sind nicht die Massen, aber wir können ja nur mit Wasser fassen und deshalb müssen wir da sparsam beregnen in die Reihen. Und genau, dann war irgendwann die Ernte und interessanterweise, wenn man sich mal jetzt so eine Bilanz vom Wasser her zieht. Letztes Jahr hatten wir einen Ertrag von 30 Tonnen Zwiebeln gehabt, hatten Niederschlag in der Zwiebelwachstumszahl von 380 Liter, nicht bewässert, hatten keinen Mulch verwendet in diesem Jahr und hatten die Bodenbearbeitung klassisch durchgeführt. Dieses Jahr, wie hat hier erzählt, wie wir es gemacht haben, sozusagen ohne Bodenbearbeitung mit Mulch gearbeitet, hatten nur einen Ertrag von 24 Tonnen, hatten allerdings auch nur 160 Liter Regen gekriegt und 17 Liter beregnet. Und, aber das hat uns trotz der Mulch hatte und die ausbleibende Bodenbearbeitung hat uns dieses Jahr gerettet, hat uns den Ertrag gerettet. Das ist oben eine Fläche, die ist steinig auf einer Kuppe, da fließt das Wasser weg wie nichts. Und dadurch, dass wir die Winterfeuchtigkeit so gut erhalten haben, das heißt, wir haben den Boden nicht bearbeitet, haben dadurch die Verdunstung nicht angeregt, haben dann den Boden bedeckt und damit konnten wir gleich mal die erste Trockenphase bis Anfang Juni super überstehen. Der Boden war in diesen 8 Wochen ohne Regen wie frisch bewässert, die ganze Zeit. Und dann später, die zweite Trockenphase, die hat uns dann schon auch zugesetzt, muss ich sagen, aber der Ertrag hat trotzdem gepasst. Das sind jetzt nicht die hohen Erträge, aber ich denke, trotzdem recht passabel und wir hatten auch eine sehr schöne Zwiebelqualität trotzdem geerntet. Und dann haben wir bearbeitet dann im Herbst hier rechts hinter der Kleegrasfläche, die ich dann auch umgebrochen habe und hier die Zwiebeln. Und ich habe, das war, hier hat es gestaubt ohne Ende und hier war der Boden schön. Hat sich schön bearbeiten, war noch eine gewisse Restfeuchte drin. Und ja, das ist einfach mal ein subjektiver Eindruck. Gut, wir haben, machen auch die anderen Kulturen, hier zum Beispiel mal der Rosenkohl oder der Winterkohl, den machen wir. Das ist Standardkultur in Murch, funktioniert sehr gut. Und ja, was wir dann immer feststellen, ist am zur Ernte haben wir so eine Bodenstruktur. Das ist jetzt hier im Januar aufgenommen, dieses Bild. Bei der Wirsing-Ernte. Spatentiefe, so eine Bodenstruktur. Und kann man jetzt von Gare sprechen. Ne? Jetzt ist der Boden 14 Monate nicht bearbeitet worden und ich habe so eine Struktur. Aber bisher sind wir jetzt da angekommen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Zwischenfrucht einsäen. Bearbeiten wir halt jetzt und arbeiten Restmulch ein und zerstören diese schöne Gare eigentlich wieder. So an diesem Punkt sind wir im Moment und fragen uns, wie geht's weiter? Ist doch eigentlich verschwendet und wir überlegen uns jetzt in Richtung Nothin über einen längeren Zeitraum zu gehen, weil eben die Bedingungen geschaffen sind, die Bodenstruktur passt, weil Nothin ist ja nicht die Voraussetzung für Bodenfruchtbarkeit, sondern ist ja ein Ergebnis, eine Schlussfolgerung aus Bodenfruchtbarkeit. Ansonsten traue ich mich nicht daran. Ja? Und ihr habt jetzt hier mal so einen Gedankengang, den ich habe, wie ich das in Zukunft gestalten möchte. Wir säen Zwischenfrucht aus, ne? Nach wie vor. Hier seht ihr durch Wurzelung wieder. Dann pflanzen wir direkt rein. Am selben Tag, wie wir sie abschlägeln, kommen die neuen Wurzeln vom Gemüse
Und dann muss ich irgendwie schaffen, unter den Mulch die Zwischenfrucht auszusäen. Weil dann könnte ich das ganze Spiel fortführen. Und über Jahre oder vielleicht mal 2 Jahre mal ausprobieren, wie funktioniert das denn ohne Bodenbearbeiten. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das unter den Mulch gesät? Wir haben da dieses Jahr durch einen Unfall einen schönen Test gemacht eigentlich. Immer durchwurzelt, immer bedeckt. Das ist das Ziel. So kriegen wir es, denke ich, hin. Da habe ich immer lebendige Wurzeln und immer eine Bodenbedeckung. Ja, das muss das Ziel sein, damit wir eben wie in der Natur die Bodenfruchtbarkeit aufrechterhalten. Ich mache mir Gedanken über diese Maschine. Und zwar ist das dieser Semavator, wie heißt der andere Name nochmal? Egal, auf jeden Fall ist das eine Fräse, eine Howard-Fräse, die pneumatisch das Saatgut hier ablegt. Das heißt, der Erdstrom, die Fräse schmeißt ja die Erde raus und da gibt es so einen gewissen Punkt, wo der Boden frei ist und da muss man das Saatgut ablegen. So, wenn wir jetzt Flachfräsen auf Mulchhöhe, vielleicht 1-2 cm unter den Mulch gehen, um eben die Kultur zu unterschneiden und wegen der Unkräuter, die vielleicht da gewachsen sind, und dann da das Saatgut ablegen und den Mulch wieder oben drauf legen, den Restmulch. Dann kriegen wir es hin, eine Zwischenfrucht unter dem Mulch zu sehen. Das haben wir dieses Jahr getestet und ich habe ein Video, aber das habe ich gerade euch nicht gegeben, kann ich leider nicht zeigen, aber das hat super funktioniert. Was noch besser funktioniert, ist das mit einer Umkehrfräse. Das heißt, wenn die nicht so rumläuft, sondern so rum, dann hat man da noch einen präziseren Erdstrom und kann das eigentlich besser ablegen. Und daran werden wir jetzt arbeiten die nächsten Jahre und könnt ihr gerne beobachten oder auch, wenn da Gedanken zu sind, da müssen wir nämlich hingehen, um eben konsequent dieses System Dauerbedeckung, dauerhafte Durchwurzelung durchzuführen. Und jetzt aus unserem Versuch, den wir dieses Jahr gemacht haben, sieht man dann so eine Bodenstruktur. Hier seht ihr die restliche Mulchschicht noch und hier steht die Zwischenfrucht drin. Und hier wurden auch 14 Monate nicht bearbeitet oder 12 Monate in dem Fall. Und ich konnte mit meiner Hand so tief einfach in den Boden reingraben. Und so stelle ich mir Bodenfruchtbarkeit vor, trotz intensivem Gemüsebau. Intensiver Bodenaufbau, intensiver Gemüsebau, das gleichzeitig, das ist das Ziel und das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir das auf diese Art und Weise machen. Ja, feine Sache. Was natürlich wichtig ist, eine Voraussetzung dafür, ist feste Fahrspur. Wir können dann nicht mehr erlauben, kreuz und quer zu fahren. Wir müssen ziemlich genau die Spuren halten, das über Jahre. Und dann, denke ich, wird es funktionieren. Und das ist, wie wir es vorhaben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hier noch ein Bild vom Gewächshaus. Machen wir übrigens auch ein Gewächshaus mit Mulch. Aber da hast du ja schon genug zu erzählen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, vielen Dank auch. Vergessen zu sagen, wir machen Feldtage. Am 6. August dieses Jahr ist der Feldtag bei uns. Wer sich das anschauen möchte. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Und wir haben einen neuen Schlachtruf, immer bewurzelt, immer bedeckt. Ja. Sehr schön. Und wir haben jetzt Zeit für Fragen. Wer hat denn Fragen? Frage zum Zwischenfruchtabschlägeln. Ich habe von früher abgespeichert, dass ihr die gewalzt habt und das besser fandet als Schlägeln und jetzt findet ihr Schlägeln besser als die Walzen. Ja, es verändern sich Sachen immer wieder. Also wir hatten halt in diesen 2014, 15, 16 waren so starke Mäusejahre und da ist dieses Gewalzte rausgeflogen. Da hatten wir Totalausfälle mit Mäusen gehabt, weil irgendwie hatten die da, sag ich mal, freie Bahn und die haben uns einfach die Jungpflanzen rausgefressen. Und da haben wir dann immer keine Lust mehr gehabt. Und das nebendran, die gleiche Fläche mit dem Abschlägeln, waren keine Mäuseprobleme. Und insofern
ist das die sichere Variante einfach. Trotzdem ist dieses Walzen schön. Das würde ich auch nach wie vor empfehlen. Also wenn das gut klappt, ist anspruchsvoller einfach. Und das System ist einfacher und sicherer, würde ich mal so sagen. Ja. In Deutschland seid ihr ja schon irgendwie sehr innovativ und seid ihr auch im Austausch mit internationalen Höfen oder ja, wie sieht das zum Beispiel in Frankreich, in den Staaten oder so aus? Gibt es da auch Höfe, die ähnlich sind wie ihr? In Frankreich hat man ein paar Kontakte, die da auch in Richtung gehen. Und die haben sich jetzt auch unsere Pflanzmaschine ausgeliehen und werden sie wieder ausleihen dieses Jahr und da Versuche machen. Und in England gibt es auch ein paar Gedanken, aber das ist am Kommen international, würde ich sagen. USA gibt es den Ron Morse, der hat mit den gewalzten Zwischenfrüchten viel gemacht und auch diese ganze, so eine ganz gewisse Community dort, ne? Die machen da auch einiges, aber nicht in diesem System genauso, wie wir es machen. Das habe ich jetzt noch nicht woanders gesehen, vielleicht jemand anders. Ja, Helmut, ich habe eine Frage zu den Stickstoffbilanzen. Mir fehlt da die Exudate und die Stickstoffbindung, die müssten doch als Gewinn noch dazukommen. Ja, die müssen wir dazu rechnen, habe ich aber nicht gemacht. Weil das ist, sag ich mal, ich habe das jetzt einfach mal auf das Mulchmaterial beschränkt und das kann man auch noch extra rechnen, natürlich. Aber das ist, sag ich mal, eine. Die Düngeverordnung, die schreibt sowas nicht vor. Die messen, wie viel das dann ist, was per Stickstoffbindung passiert. Könntet ihr das erfassen durch Differenzrechnung? Das kann, weiß ich nicht leicht, aber das kann vielleicht die Uni machen. Ja. Ja. Du hattest am Anfang das schöne Bild mit den Möhren. Ja. Mich würde interessieren, wie ihr das mit Möhren macht, mit dem Mulch. Wir machen Möhren nicht mit Mulch bis jetzt. Wir machen das mit Untersaaten. Wir säen beim letzten Hackern eine Untersaat ein. Was ich mir noch erhoffe von den Bildern, von den letzten Gedanken, die ich gesagt habe mit No-Till, dass wenn wir über mehrere Jahre nur so flach arbeiten, arbeiten wir dauerhaft im falschen Saatbett und kriegen diese ersten 3 cm Unkraut frei und können dann, denke ich, am Ende der Fruchtfolge, wo die Möhren stehen, als abtragendes Glied, vielleicht mit Restmulch oder mit Zwischenfrüchten noch arbeiten und trotzdem Möhren säen und sie noch hacken, aber mit einer kleinen Mulchauflage. In die Richtung denke ich, ich kann da keine Erfahrung zu erzählen, aber ich glaube, dass wenn wir das konsequent weiterführen, können wir auch irgendwann Möhren in Mulch machen. Ja. Bisher machen sie klassisch in Dämmen und dann eine Untersaat rein. Welche Untersaat? Neben dieser M5 von DSV, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Gräsern und Klee. So. Einmal habe ich eine Frage, was für eine Walze habt ihr eingesetzt, um das runterzuwalzen? War das eine Messerwalze oder war das eine normale Glattwalze? Eine Messerwalze. Eine Messerwalze, okay. Und da habt ihr auch keine Sachen gehabt, irgendwie bezüglich der Stängellänge, dass die Regenwürmer, oder ihr müsst einfach größere Regenwürmer ziehen? Die Messerwalze, die soll ja in diesem Verfahren nicht schneiden, sondern quetschen. Ja. Und dann habe ich halt quetschte lange Stängel. Aber das war ja... das war genau das, wie ich diese Regenwürmer zahlen. Die waren in diesem Verfahren mit unserer Messerwalze gemacht. Und das, die kommen da nicht ran. Also das Bodenleben ist ja nicht so aktiv wie unter einer gehäckselten Zwischenfrucht. Also muss ich ganz klar sagen, das hat mir nicht gefallen. So. Es war nicht schlecht, ja, aber man kriegt mehr hin. Was für Dünger, Unterfußdünger verwendet ihr? Seid ihr im Anbauverband? Wir sind kein Anbauverband, wir sind EGBio, aber wir haben eine Ölmühle bei uns und wir nehmen den Presskuchen, Leinwarmpresskuchen mit 5,5% Stickstoff als Unterfußdünger. Manchmal kaufen wir auch andere pflanzliche Dünger zu. Und habt ihr euch schon mal überlegt, dass ihr vielleicht enger pflanzt in Mulch? Also ihr habt hier jetzt 1,80 Meter Beete und ist die neue drin, oder die neue Setzmaschine, sind da vielleicht 4 Reihen oder 5 Reihen drin? Wir machen 4 Reihen in Zukunft auf den 1,80er Beeten. Mit 37,5 cm Reihenabstand und dann so machen wir alle Kulturen und da halt eben in der Reihe variieren wir den Abstand, um die richtige Pflanzenanzahl hinzukriegen und so dicht wie möglich, um trotzdem noch den Ertrag hinzukriegen, aber oder Produktgröße, aber so dicht wie möglich ist unser Ziel, definitiv. Ja. Hat
hat sich erledigt. Gut. Und zwar, habt ihr schon Probleme gehabt mit Erdraupen oder Trautwürmern? Nee, ehrlich gesagt. Also wir hatten auf einer Fläche übernommen, die hatte schwer Trautwurm gehabt. Und auf einer Fläche, die wir umgebrochen haben. Aber nach zwei Jahren oder sowas hat sich das dann gut eingespielt und die Trautwürmer waren eigentlich ganz gut weg. Und Erdraupen, nee, haben wir kein Problem. Ja. Ich habe eine Frage zum Transferflächen. Erstens, in welchem Verhältnis habt ihr die zu den Nutzflächen? Und zweitens, wie pflegt ihr die im Sinne von wieder düngen oder habt ihr da Brachezeiten oder wie macht ihr das? Wir haben teilweise natürlich Flächen, die rotieren in der Fruchtfolge. Gerade die Wickwoggen oder Krüschentrockenflächen, die wir als Transferwurm verwenden. Insofern sind die von der Nährstoffversorgung eigentlich ganz gut abgedeckt. Unser Grünland rotiert natürlich nicht in der Fruchtfolge und das düngen wir mit Kompost auf, den wir zum Teil auch von außen, wo wir Materialien von außen dazu nehmen, weil wir eben, wie auch schon gesagt, wir haben einen großen Nährstoffexport, den uns keiner zurückbringt, die Kunden bringen das nicht zurück und den müssen wir irgendwie von außen schließen und das kommt dann über Kompost aufs Grünland, vom Grünland auf die Gemüsefläche als Mulch. Und das Verhältnis ist schwierig zu sagen, weil ein Mikroggen, da habe ich ein Verhältnis, wenn ich die komplette Mulchschicht ausbringe, ja, mit 15 Tonnen Trockenmasse, von 1,5 Hektar zu 1 Hektar, ja, beim Schnitt. Beim Grünland kann das bis zu 4, 5 Hektar auf 1 Hektar pro Schnitt gehen. Das variiert so stark, da muss man einfach Ertragsermittlungen machen, um da eine Zahl zu haben. Aber da kann ich jetzt, gibt es keine Faustzahl, würde ich sagen. Wie sind eure Erfahrungen in nassen Jahren? Also wirkt sich das Mulch nochmal negativ auf Wachstum aus, wenn es dann zu nass ist und die abtrocknet? Oder? Ja, wir haben ja eine staunasse Fläche, etwa 1 Hektar. Und wir hatten dann einen Kürbis gehabt, den wir in Mulch gemacht haben. Und dann ging das Wasser unten nicht raus, oben nicht raus, hat geregnet ohne Ende. Und dann hat er ziemlich gekümmert, der Kürbis. Da muss man aufpassen bei staunassen Flächen, die unten dicht sind. Aber sonst sind die feuchten Jahre eigentlich auch positiv, weil man da hat dann eine richtige Mineralisierung eben auch aus dem Mulch, der bringt richtig viel. Ja. Aber wie gesagt, staunass ist echt nervig. Ja. Wie macht ihr es bei Kartoffeln? Kartoffeln haben wir vor 4 Jahren rausgeschmissen, machen wir nicht mehr. Aber wir haben es damals mit Mulch auch gemacht. Wir haben die gepflanzt, ganz normal in Dämme, haben sie einmal gestriegelt, einmal gehäufelt und dann kurz bevor sie oder beim Rausspitzen haben wir Mulch gestreut. Und das war's. Aber ich denke, da gibt es andere Betriebe, die da professionell arbeiten, mit Kartoffeln, Franz Brunner und so. Da gibt es ganz schöne Bilder im Internet, glaube ich, auch dazu. Ja. Du hattest gesagt, dass ihr den Rosenkohl noch unterfüß düngt. Ja. Macht ihr das auch aus dem Problem heraus, dass der Boden dann noch nicht warm genug ist und da aus dem Boden wenig Nachlieferung ist, oder würdest du das tendenziell empfehlen? Nee, das ist Mitte Mai eigentlich kein Problem mehr. Oder Anfang Mitte Mai pflanzen wir den Rosenkohl, je nach Sorte. Und der braucht einfach viel. Das hat nichts mit Bodenerwärmung zu tun in dem Fall. Das hat wirklich was mit Nährstoffnachlieferung zu tun. Und wir haben hier Mulchmaterialien, die vom CN-Verhältnis zwischen 25 und 35 liegen. Wir machen wenig mit Kleegras. Kleegras würde wahrscheinlich den Rosenkohl ernähren von Anfang an, aber so ein Grünland oder ein Wickroggen macht das nicht. Die sind viel langsamer. Deshalb die Unterfußzüngung. Aber ich muss eigentlich sagen, ich will diese hochnährstoffreichen Mulchmaterialien nicht, weil die um eine Unkrautunterdrückung hinzukriegen, brauche ich da ordentliche Auflagen, so 7 cm und das. Da geht wieder Stickstoff durch die Decke. Dann sind da plötzlich 7,5 Kilogramm Stickstoff ausgebracht und das ist zu viel. Deshalb gehen wir auf andere Materialien. Ja. Habt ihr Erfahrungen mit oder Beobachtungen mit Erdflug, Kohlweißling bei Kohlgewächsen? Ist das irgendwie durch den Mulch, hat das einen Effekt auf die? Oder? Ja, wir haben damit positive Effekte auf Erdflug, definitiv, weil eben dieser trockene, warme Boden, den braucht der Erdflug. Der ist mit dem Mulch abgedeckt und dauerhaft feucht. Oder feuchter als normal. Insofern haben wir da im Kohl kein Erdflugproblem.
Wir hatten allerdings dieses Jahr, war es ja schon extrem, wir hatten im Kohlrabi ein bisschen Erdflöhe gehabt, trotz Mulch, aber das war auch nur im Kohlrabi insgesamt, da war jetzt der restliche Kohl, der war komplett frei von Erdflöhe. Ja. Und jo. Kohlweißling haben wir normalerweise nicht. Auch die ganzen Kohlschädlinge, die haben wir, da haben wir kein Problem, wir machen ohne Netz, ohne Behandlung. Dieses Jahr kam das erste Mal, es war aber auch ein Extremjahr, was den Kohlweißling anbelangt, hatten wir Kohlweißling, haben wir auch behandelt. Ja. Was macht ihr mit dem weiteren Aufwuchs auf euren Kleegras-Wiegroggenflächen? Also schneidet ihr das nochmal und mulcht nochmal nach oder sowas oder siliert ihr das? Je nach Zeitpunkt, also im Mai verwenden wir alles frisch für die Pflanzungen und dann säen wir danach noch eine Zwischenfrucht aus oder kommt Gemüse, je nachdem, je nach Fruchtfolge. Aber dann silieren wir auch mal im Herbst noch ein Sommergetreide oder sowas. Und das ist halt so, man ist nicht nur Gemüseproduzent, man ist auch Mulchproduzent. Und da muss man sich darauf einstellen, da so intensiv wie möglich auch Erträge erwirtschaften. Darauf muss man sich ein bisschen umstellen. Kann man ein bisschen vom Biogas lernen, die machen das ja auch. Ja. Noch weitere Fragen? Ja, und zwar der Schwiebelernte. Wie geht das zusammen mit der Schwiebelernte? Wie geht das zusammen mit den eventuellen Mulch, die da noch liegt? Das war dieses Jahr eine große Herausforderung. Habt ihr auch ein Bild gesehen, wir waren dann mit Kisten zugange. Ne? Der Mulch ist in dieser Trockenheit, war noch zu viel Mulch am Ende übrig. Und das hat uns ein bisschen Probleme geschaffen. So, wir konnten wir nicht mit dem Zwiebelruder durchfahren. Wir konnten die nicht aufnehmen, sozusagen da unten im Schwad ablegen. Ja? Wir müssten uns da vielleicht vorne zwei Schneidwerke dran bauen, die sozusagen den Mulch aufschneiden, aber das war uns dann alles zu viel, haben wir mit der Hand rausgeholt und wir haben jetzt nicht die Riesenfläche Zwiebeln, ja, aber in feuchteren Jahren, wo der Mulch dann auch am Ende der Kultur weg ist, dann geht das auch wie bei Kartoffeln, dass ich das mit dem Ruder mache. Ja. Ich habe ein paar Gedanken bei der Weiterentwicklung beim No-Till, wo du mit dem Simulator Howard gedacht hast, wäre auch eine Möglichkeit, Strip-Till oder mit Räumen zu arbeiten und dann nicht die ganze Fläche zu bewegen, zum Beispiel mit Hochwasserdruck. Die Australier machen das mit Wasser aufschneiden durch diesen 7 cm Mulch und die Räumer sind dann gesteuert, zum Beispiel auch mit Luftdruck wie beim Lastwagen, dass man das einstellen kann, je nach Mulchauflage wären da vielleicht Gedanken. Ich bin jetzt nicht sehr versiert, aber ich weiß nicht, ob wir es so weit schaffen werden. vielleicht ist es ein Gedanke. Ich meine, wir müssen halt aufpassen, was wir wollen, ist, dass die Zwischenfrucht komplett deckend ausgesät wird, nicht nur in Streifen. Wir wollen den Boden komplett durchwurzeln. Deshalb überlege ich halt, wenn wir nur in Streifen säen, das ist mir zu wenig. Ich will gerne ganzflächig sehen. Aber das ist ein Gedanke wert. Dankeschön, ja. Eine letzte Frage. Wir haben ja vorher in dem Vortrag gehört, dass Siloballen verwendet wurden und ich glaube, du hattest ein Bild von einem Fahrsilo gezeigt. Kannst du da erzählen, was da Vor- oder Nachteile sind? Bei einem Fahrsilo können wir... Ach, was sind Vor- und Nachteile? Also bei Ballen ist, glaube ich, der Vorteil, dass man da einfacher rausnehmen kann. Man muss nicht ein Silo auf- und zudecken, sondern kann Einheiten rausnehmen, einfacher. Allerdings ist die Ballenauflösung dann im Ladewagen schwieriger, kann ich mir vorstellen. Aus dem Fahrsilo entnehmen wir relativ einfach und kippen einfach in den Hänger rein und dann sind wir schneller in dem Fall beim Laden wiederum. Ja. Vielleicht ist die Silierung im Ballen auch besser als im Fahrsilo, je nachdem, aber das muss jeder wissen, denke ich, da kann man beides machen. Wichtig ist nur, dass man das Material fein schneidet im Kurzschnittladewagen oder alle Messer reinmacht bei der Presse, dass man halt eben nicht so langes Material hat. Das ist dann beim Streuen ein bisschen schwierig. Ja. Wir gucken, dass wir so 5 bis maximal 15 cm Halmlänge haben dann zum Schluss. Ja,
Bevor ich mich da bedanke, auch noch der Hinweis auf die Webseite, wo einiges draufsteht. Deine Bachelorarbeit ist, glaube ich, immer noch im Download. Nicht mehr. Aber es gibt jedenfalls sozusagen auch einige Informationen zu finden. Herzlichen Dank, Johannes. Danke auch.